Herzlich willkommen. Ich bin der Uwe. Stell dir mal folgendes Bild vor. Du bist im Kindergarten. Die Kinder sitzen im Stuhlkreis und singen. Und du spürst es sofort. Die haben ungeheure Freude beim Singen. Sie sind so ganz dabei. Sie singen nicht nur mit dem Mund. Sie singen mit dem ganzen Körper. Sie sind so begeistert. Sie haben strahlende Augen, leuchtende Gesichter. Und ganz fasziniert schauen sie zu der Erzieherin hin, die da mit ihnen singt. Und nun stell dir vor, du wärst diese Erzieherin. Wäre das etwas, was dir Freude machen würde? Kinder so mit Musik zu begeistern, sie zum Singen zu motivieren, dass sie dir an den Lippen hängen und ganz begeistert mitmachen? Glaub mir, das kann man lernen. Allerdings kannst du Kinder nur dann begeistern, wenn du selbst begeistert bist. Das muss jeder für sich selber prüfen. Ist Singen dein Ding oder singst du nicht gerne? Also bei mir wäre es zum Beispiel so, singen tue ich ungeheuer gerne mit den Kindern. Das macht mir wirklich Freude. Und ich glaube, das spüren die Kinder auch. Und deswegen gelingt es auch so leicht, dass sie begeistert mitsingen. Aber wenn ich jetzt nun malen sollte mit den Kindern zum Beispiel, wäre schon wieder eine ganz andere Sache. Malen tue ich selber nicht so gerne. Ich bin mir da unsicher. Ich glaube, ich kann das nicht. Und ich fühle mich nicht richtig wohl dabei. Also habe ich keinen Spaß dabei. Und also kann ich auch den Kindern keinen Spaß am Malen vermitteln. Man kann nur begeistern, wenn man selbst begeistert ist. Also prüf das für dich selber. Bist du singebegeistert? Singst du gerne mit den Kindern? Ehrlich gesagt, ehe du zu früh sagst, nein, eigentlich singe ich ja gar nicht gerne. Denk doch nochmal neu nach. Ich habe ganz oft erlebt, dass dieses Argument, eigentlich singe ich ja gar nicht gerne, eher nur so ein vorgeschobenes Argument ist. Eigentlich würde ich ja gerne mit den Kindern singen. Es würde mir ungeheure Freude machen, sie so zum begeisterten Singen zu motivieren. Aber, und dann kommen die Abers. Kennst du die auch? Ich weiß nicht, ob meine Stimme gut genug ist. Ich glaube nicht, dass ich gut genug singen kann. Ach, ich blamiere mich wahrscheinlich vor meinen Kolleginnen. Ich kann ja auch überhaupt nicht Gitarre spielen. Und überhaupt können die anderen das besser. Kennst du das, diese Abers? Was ist dein Aber? Was ist deine Spaßbremse, wenn es um das Singen mit Kindergartenkindern geht? Mach dir das einmal bewusst. Aber lass dich nicht davon gefangen nehmen, lass dich nicht davon hemmen. Nein, im Gegenteil, überwinde diese Spaßbremsen. In meinen Online-Kursen Singen im Kindergarten helfe ich dir, diese Abers zu erkennen und diese Spaßbremsen aus dem Weg zu räumen. Und ich zeige dir, wie es dir gelingt, dass du Kinder zum begeisterten Singen motivierst und anleitest. Hört sich das gut an? Am 27. Mai habe ich einen gratis Online-Workshop für dich zu einem ganz aktuellen Thema. Endlich wieder singen im Kindergarten. So gelingt der Singe-Restart. Nach einem Jahr Corona-Singeverbot im Kindergarten, denke ich, ist es ein Thema, das wirklich aktuell ist. Wir haben so lange auf das gemeinsame Singen verzichten müssen. Ab Sommer ist das vielleicht wieder möglich, aber ja, haben die Kinder dann überhaupt noch Freude am Singen? Wissen die überhaupt noch, was Singen ist? Wie schaffen wir das, wieder gemeinsam Freude am Singen zu gewinnen? Und wie schaffst du es, die Kinder zum begeisterten Singen zu motivieren? Dazu etliche Tipps an diesem Gratis-Workshop am 27. Mai. Melde dich herzlich gerne dazu an. Den Anmelde-Link und weitere Infos findest du im ersten Kommentar unter diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ich dich an dem Abend begrüßen könnte. Das war's für heute. Bald gibt es das nächste Video. Würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin dir eine schöne Zeit. Mach es gut. Tschüss, dein Uwe.